Sie sind der Grund, warum jedes Jahr Tausende nach Kambodscha kommen. Waisenkinder. Junge Menschen wollen ihnen helfen und zahlen für die Reise viel Geld an Agenturen. Ich glaube, man muss immer nur ein bisschen hinter die Kulissen schauen, was sie denn tatsächlich machen, wo das Geld dann auch hinkommt. Der Markt boomt und die Nachfrage ist größer als das Angebot. Desto mehr Freiwillige in diese Länder reisen möchten, um zu helfen, umso mehr Kinderheime müssen entstehen. ZDF Zoom will wissen, wie sinnvoll ist diese Freiwilligenarbeit? Schule, Abitur, Studium. Das klappt nicht immer nahtlos. Immer mehr junge Erwachsene nutzen die Zeit bis zum Semesterbeginn, um im Ausland ein paar Wochen Hilfe zu leisten. Allein 10.000 sind es im Jahr, die mit den klassischen Hilfswerken unterwegs sind. Das sogenannte Volunteering ist ein Trend. Wir engagieren Julius Brauer, 19 Jahre alt. Er schlüpft für uns in die Rolle eines Interessenten, der einen Hilfseinsatz im Ausland plant. Im Internet finden sich hunderte Angebote. Neben den klassischen Hilfsorganisationen gibt es inzwischen große internationale Agenturen, die so etwas wie eine Pauschalreise anbieten. Man wählt ein Land aus und schon stellen die kommerziellen Anbieter ein Angebot zusammen. Vom Umweltprojekt im Regenwald bis hin zum Kinderheim in Kambodscha. Auf ihren Seiten werben sie auch mit Bildern, die Mitleid und damit Interesse wecken. Bei einem der größten Anbieter finden wir eine Reise nach Kambodscha. Julius soll sich für uns nach den Details erkundigen. Was kostet die Reise, was bietet der Veranstalter und was erwarten Sie von ihm? Er wird zu einem Beratungsgespräch eingeladen. Um nichts zu verfälschen, lassen wir ihn mit versteckter Kamera drehen. Eine Stunde nimmt man sich Zeit für seine Fragen. Wir erfahren, dass so eine Reise 2 Wochen oder 2 Monate dauern kann. Der Veranstalter organisiert die Unterkunft, die Visa- und Einreisedokumente. Der Flug kostet extra. Sie bieten ihm an, im Waisenhaus zu unterrichten, obwohl er in der Schule nicht besonders gut in Englisch war. Also 6 Wochen sind 1.900 Euro, 4 Wochen wären 1.600 gewesen. Da ist der Flug nicht drin und in dem Preis war drin also Organisation vor Ort, die Betreuung, Essen und Trinken und die Unterkunft. Was mich sehr überrascht hat, dass sie explizit gesagt haben, dass von dem Geld, was man spendet, kein Geld an die Einrichtung gehen. Also kein Hilfswerk, sondern ein Reiseveranstalter. Aber wie sinnvoll ist eine solche Freiwilligenarbeit, wenn man sie über eine Agentur bucht? Das wollten wir vor einigen Monaten herausfinden. Eine Kollegin hat gebucht, 1.695 Euro gezahlt und ist als freiwillige Helferin nach Kambodscha geflogen. Das Ziel? Siam Reap, die größte Stadt im Norden des Landes. Die Tempel der alten Hauptstadt ziehen jedes Jahr Millionen Touristen an. Wir werden von einem Betreuer abgeholt und direkt in das Waisenhaus gebracht. Wir geben uns nicht als Journalisten zu erkennen und drehen mit versteckter Kamera. Mein Name ist Sophie. Schön, dass Sie da sind. Was werde ich hier machen? Sie werden den Kindern die Fingernägel schneiden und ihnen erklären, was Hygiene ist. Gibt es Spiele hier? Nein. Manchmal spielen sie mit einem kleinen Ball. Die Kinder haben nichts. Kein Spielzeug, keine Bücher, keine Stifte. Wir geben ihnen wenigstens Papier, damit sie daraus Flugzeuge basteln können. Und wir denken uns Spiele aus. Nach wenigen Stunden ist uns klar, viel ausrichten können wir hier nicht. Wir haben 1.695 Euro an die Agentur überwiesen und spielen Ball mit den Kindern.
Mit dem Geld aber könnte man das komplette Jahresgehalt eines kambodschanischen Lehrers finanzieren. Auch die Unterkunft der Waisen ist sehr spartanisch. Wir fragen uns, kommt denn wirklich gar nichts von unserem Geld bei der Einrichtung an? Wie viel zahlt Ihnen die Agentur für unseren Aufenthalt hier? Sie geben uns $100 für einen Monat. Das ist nicht viel. Nein, das ist wirklich nicht viel. Ist es die Reiseorganisation, die darüber entscheidet? Ja. $100, das sind gerade mal 80 Euro für das Waisenhaus. Den Rest, das heißt rund 1.600 Euro, behält das Unternehmen für seine Arbeit. In unserer Unterkunft treffen wir die anderen Volunteers, die ebenfalls über eine Agentur hierher vermittelt wurden. Sie haben das Gleiche erlebt und fühlen sich getäuscht. Ich finde das teuer. Ich dachte, dass die Gelder direkt an die Waisenhäuser gehen. Dies ist aber nicht der Fall. Wir haben das alle gedacht. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Das ist bizarr. Die Agenturen machen ein dickes Geschäft. Sie sind mit guten Absichten gekommen, doch am Ende haben sie nichts anderes als eine Urlaubsreise gebucht. Eine Reise mit sozialem Touch. Doch was bedeutet das für die Kinder in den Waisenhäusern? Seit einigen Jahren gibt es in Kambodscha einen regelrechten Waisenhausboom. Über 500 offiziell registrierte Einrichtungen gibt es im Land, die wenigsten davon staatlich. Experten schätzen, dass noch hunderte weitere private Häuser existieren. Sie finanzieren sich überwiegend aus Spenden. Auffällig ist, viele Waisenhäuser liegen direkt neben den Sehenswürdigkeiten. In diesem Haus wollen wir uns einmal genauer umsehen, wieder mit versteckter Kamera. Wie viel Geld brauchen Sie denn so im Monat? Wir brauchen etwa $1.000 im Monat, um 35 Kinder zu ernähren. Warum haben Sie Ihr Waisenhaus genau hier errichtet? Wenn ich es abseits der Stadt auf dem Land errichtet hätte, würde uns niemand sehen. Niemand würde uns dann helfen. Wegen der vielen Touristen ist es also einfacher, Geld zu bekommen. Ja, wir haben es hier errichtet, weil es hier mehr Touristen gibt. Touristen bringen das Geld. In diesen Waisenhäusern ist man besonders kreativ. Der Slogan auf dem Plakat hier klingt wie aus einem Freizeitpark. Verbringen Sie Zeit mit den Kindern. Für Sie und die Kinder ein unvergessliches Erlebnis. Sie geben den armen Kindern ein Lächeln und Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Unter der Aufsicht eines Lehrers malen ein Dutzend Waisen die Tempel von Angkor. Diese Bilder sind für die Touristen bestimmt. Für umgerechnet 40 Euro kann man sie kaufen. Und wer nicht kaufen will, für den steht eine große Spendenbox bereit. Doch nicht nur mit den Malkünsten der Kinder machen sie Kasse. Der Tuk-Tuk-Fahrer bringt uns zu einem weiteren Waisenhaus. Hier gibt es, wie in vielen Einrichtungen, eine Wohltätigkeitsshow. Guten Tag, schön, dass Sie gekommen sind, um uns zu sehen. Sie kommen doch zu unserer Vorstellung? Ja. Es sind kleine und große Kinder, die für die Touristen tanzen. Die Kinder freuen sich über den Applaus, der Leiter über eine Spende. Kreditkarten sind willkommen. Ein Tag kostet uns $160. Sie können gerne etwas spenden. Dafür dürfen Sie sich dann auch mit den Kindern auf der Bühne fotografieren lassen. Nach der Show gehen die kleinen Tänzer in ihre Zimmer. Ein Schlafsaal, 30 Quadratmeter für 34 Kinder, die zu zweit in einem Bett schlafen. Der Besuch im Waisenhaus. Für manchen Urlauber gehört das offenbar unbedingt dazu. Im Internet bewerten sie die Shows und Häuser, als wären es Restaurants. Da heißt es: Ein tolles Ausflugsziel. Da muss man hin.
Wir sind erschrocken über diesen Waisenhaustourismus. In einer Kampagne hat eine Menschenrechtsorganisation das vor einiger Zeit angeprangert. Plakate in Schaufenstern. Kinder ausgestellt in Glasvitrinen. Fotografiert von Touristen. Darunter ein Slogan: Kinder sind keine Touristenattraktion. Die Hilfsorganisation Friends International wollte damit schockieren. Der Leiter, Sébastien Marot, sieht Waisenhaus und Freiwilligentourismus kritisch. Die Kinder sind zu einer Touristenattraktion geworden. Meines Erachtens kommen 99% der Helfer mit den besten Absichten in die Waisenhäuser. Es handelt sich um großzügige Menschen, die irgendetwas für das Land tun wollen. Es stecken wirklich gute Absichten dahinter. Wie so oft reicht das aber nicht aus. Es hat auch negative Folgen. Wir müssen uns fragen, was ist der Mehrwert für das Kind? Muss es Englischunterricht sein? Es wäre doch viel wichtiger, dass sie Khmer, ihre eigene Sprache, sprechen lernen. Meiner Ansicht nach handelt es sich beim Waisenhaus- und Wohltätigkeitstourismus um eine schlimme Sache. Die Regierung schätzt, dass 12.000 Kinder in Kambodschas Waisenhäusern leben. Nur ein kleiner Teil davon sind Vollwaisen, heißt es. Wir wollen herausfinden, warum es dann überhaupt so viele Kinder in Waisenhäusern gibt. Dazu fragen wir den Leiter einer Einrichtung. Wir geben uns dabei nicht als Journalisten zu erkennen. Sie sind der Leiter des Waisenhauses? Ja. Wie viele Kinder gibt es hier? 21. Und wo kommen Sie her? Sie kommen vom Land. Von weit her. Die meisten Kinder leben in sehr armen Familien. Und einige sind auch Waisen. Und Sie gehen also zu den Familien und können die Kinder einfach mitnehmen? Ja, so ist es. Man gibt mir die Informationen, ich gehe zu den Familien und nehme die Kinder mit. Okay. Wir sind erstaunt. Viele Kinder hier sind gar keine Vollwaisen. Sie werden von ihren Familien getrennt. Die Direktoren versprechen den oft armen Eltern, dass ihre Kinder ja so wenigstens die Schule besuchen könnten. Kein Einzelfall, denn in einem anderen Waisenhaus bestätigt der Leiter unsere Recherchen. Zurzeit haben wir 33 Kinder. Und einige kommen von sehr weit weg? Ja, sie kommen von sehr weit weg. Ich habe ein Team von Mitarbeitern im Norden des Landes und ein weiteres Team im Süden. Wir rufen uns gegenseitig an und verteilen die Kinder dann. Das Geschäft mit den Waisenhäusern ist offenbar gut organisiert. Vielen Einrichtungen geht es in erster Linie nicht um das Wohl der Kinder. Was aber tut man den Familien damit an? Wir treffen Srey Mom. Sie ist Mutter von 5 Kindern, arbeitslos und geschieden. Deshalb hat sie 4 ihrer Kinder in ein Waisenhaus gegeben. Nach einem Jahr wollte sie die Kinder zurück. Als ich festgestellt habe, dass es ihnen im Waisenhaus nicht gut ging, wollte ich sie zurückholen. Sie wurden im Waisenhaus misshandelt. Mein Sohn wurde geschlagen und man steckte ihm ein Tuch in den Mund, um seine Schreie zu ersticken. Doch sie konnte ihre Kinder nicht einfach wieder abholen, denn Srey Mom hatte einen Vertrag mit dem Waisenhaus geschlossen. Wenn sie ihre eigenen Kinder zurückbekommen will, muss sie sie freikaufen. Die Eltern verpflichten sich, auf die Rückgabe der Kinder zu verzichten. Wenn sie ihr Kind trotzdem zurückhaben möchten, müssen sie eine Strafe von $1.500 zahlen. Sie haben mir gesagt, wenn ich meine Kinder wiederhaben will, dann muss ich ihnen Geld bringen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich habe das Geld nicht. Ich möchte doch meine Kinder bei mir haben. Aber ich habe das viele Geld nicht. Srey Mom hat nicht aufgegeben, hat mit allen Mitteln um ihre Kinder gekämpft.
Nach vielen Monaten ein kleiner Erfolg. Ihr 11-jähriger Sohn ist wieder da. Sie haben ihn gehen lassen, weil er krank wurde. Wenn jemand von uns Kindern krank geworden ist, war es denen egal. Wenn jemand gestorben ist, dann wurde er eben begraben. Mich haben sie geschlagen und ich musste auf einem Bein stehen. Dann haben sie noch dagegen getreten. Sie haben mir gedroht, wenn ich das meinen Eltern erzähle, dann würden sie mich wieder schlagen. Von dem Aufenthalt im Waisenhaus ist er traumatisiert. Seine drei Geschwister leben noch immer in dem Haus. Wir wollen die beiden Heimleiter mit den Vorwürfen konfrontieren. Man hat uns gesagt, dass es in Ihrem Waisenhaus Probleme mit Gewalt gegen Kinder gäbe. Wissen Sie etwas darüber? Nein. Das sind nur Gerüchte, die kursieren und verbreitet werden. Unsere guten Taten werden kaum erwähnt. Die kleinsten Probleme werden im Gegenzug verbreitet und an die große Glocke gehängt. Sie müssen verstehen, dass die Kinder hier sind, um zu lernen. Sie sind nicht zum Vergnügen hier. Wir sprechen sie auf die Verträge mit den Familien an und auf die Strafe von $1.500. Ist das legal? Alle diese Verträge sind vom Innenminister abgesegnet. Es ist auf dem Papier tatsächlich erlaubt, aber es wird niemals angewandt. So können wir Druck aufbauen, dass die Eltern die Kinder bei uns lassen. Laut einer Studie der UNICEF haben fast 3/4 der Kinder, die in Waisenhäusern leben, mindestens noch einen Elternteil. Das Waisenhaus bietet aber nicht immer das bessere Leben. Es ist vollkommen absurd, die Kinder von ihren Eltern zu trennen. Rechtlich ist es nicht hinnehmbar. Alle Studien über die Auswirkungen auf die Kinder zeigen deutlich, dass es den Kindern extrem schadet. Ein Heim ist schlimmer als eine arme, aber intakte Familie. Wir stellen fest, rund um die Waisenhäuser haben sich gleich mehrere Geschäftsmodelle entwickelt. Vor Ort werden Spendengelder gesammelt, mit Hilfe von Waisenkindern, die gar keine sind. International verkaufen Agenturen teure Reisepakete an Ausländer, die eigentlich doch Gutes tun wollten. Das Geschäft mit dem Mitleid sorgt auch in Deutschland für Empörung. Wir treffen Sebastian Drobner. Er studiert internationale soziale Arbeit. Viele Jahre hat er für die kirchliche Organisation Brot für die Welt gearbeitet. Sebastian Drobner hat sich unsere Recherchereise nach Kambodscha angesehen. Der eigentliche Skandal bei der Sache ist, dass die westlichen Firmen durchaus wissen, was vor Ort geschieht. So kommt es häufig vor, dass die Kinder durch die Anzahl der Freiwilligen Bindungsstörungen bekommen, weil tagtäglich neue Freiwillige als Bezugspersonen für die Kinder in die Kinderheime kommen. Er selbst hat viele Jahre in Kambodscha vor allem mit Kindern gearbeitet. Daher kennt er ihre Probleme. Der Waisenhaustourismus hat für ihn noch einen weiteren negativen Aspekt. Die vielen jungen Menschen, die helfen wollen, unterstützen unbeabsichtigt ein korruptes System. Desto mehr Freiwillige in diese Länder reisen möchten, um zu helfen, umso mehr Kinderheime müssen entstehen. Das eigentliche Interesse vieler Firmen ist nicht das Helfen an sich, sondern diese Strukturen werden ganz im Gegenteil ausgenutzt, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Nämlich, das ist der Profit. Unsere ersten Recherchen liegen Monate zurück. Eine der größten Volunteer-Agenturen versichert, sie würde inzwischen nicht mehr mit Waisenhäusern zusammenarbeiten. Die Regierung in Kambodscha hat angekündigt, strenger zu kontrollieren. Wir wollen wissen, kann man diesen Versprechungen glauben? Vor wenigen Tagen sind wir deshalb noch einmal nach Kambodscha gereist. Als wir in der Hauptstadt ankommen, herrscht große Aufregung auf den Straßen. Die Menschen demonstrieren gegen Polizeigewalt und schlechte Löhne. Die Stimmung aufgeladen.
Wir wollen mit dem für Waisenhäuser zuständigen Minister sprechen. Doch wegen der angespannten Lage bekommen wir kein Interview. Stattdessen aber eine Broschüre mit den Auflagen und den Standards der Regierung. Darin aufgeführt, strenge Regeln für Waisenhäuser. Kontrolle der Besucher. Touristen nicht mit Kindern allein lassen. Betreuer stets präsent. Wir wollen wissen, greifen diese Regeln? Wir geben uns wieder als Touristen aus. Ein Tuk-Tuk-Fahrer soll uns zu verschiedenen Waisenhäusern bringen. Unser erstes Ziel, ein Haus am Stadtrand. Ohne Kontrolle kommen wir auf das Gelände. Niemand fragt uns, wer wir sind und was wir wollen. Wo ist der Leiter? Und wo die Betreuer? Hallo. Stattdessen lernen wir Srang Mai kennen. Sie ist 17 Jahre alt, lebt seit 10 Jahren hier. An der Wand das selbstgemalte Bild eines verliebten Pärchens. Srang Mai träumt von einem eigenen Zimmer mit Privatsphäre. Sie will uns ihre Freundinnen vorstellen. Doch die haben die Türen abgeschlossen. Offenbar haben die keine Lust mehr auf unbekannte Besucher, die ungefragt in ihr Zimmer spazieren. Unten im Hof treffen wir ein weiteres Mädchen. Hat sie noch Eltern? Ja, eine Mutter. Und warum bist du dann in einem Waisenhaus? Weil ich arm bin. Wir hatten kein Zuhause. Ich weiß es nicht so genau. Als ich so 2 Jahre alt war, bin ich hierher gekommen. Nach unserem ersten Besuch in einem Waisenhaus stellen wir fest, es gibt keine Kontrollen. Und es leben dort noch immer Kinder, die keine Waisen sind. Hier scheint sich wenig geändert zu haben. Was ist aus dem Waisenhaustourismus geworden in Kambodscha? Strömen noch immer Touristen in die Einrichtungen? Werden Kinder benutzt, um Spenden zu sammeln? Wir haben von einem Haus gehört, in dem es anders laufen soll. Man kann ohne Anmeldung vorbeikommen. Aber hier gibt es am Einlass Kontrollen. Also ich habe jetzt hier noch ein Bändchen gekriegt. Die scheinen hier öfter so Touren anzubieten. Aber wir dürfen nicht allein auf das Gelände und warten im angeschlossenen Shop auf unseren Betreuer. Hier werden Handarbeiten verkauft, von den Kindern in der Einrichtung hergestellt. Die Touristen kommen und kaufen. Manchmal sind es mehr als 10. Manchmal sind es 4, 5, 6 Besucher. Und manchmal sind es größere Gruppen mit über 20 Leuten. Danilak kommt und führt uns. Sie ist selbst hier aufgewachsen. In der Schule wird gerade eine Klassenarbeit geschrieben. Wir werden gebeten, die Kinder nicht zu stören. Dani erzählt uns, die Schule und das Waisenhaus seien die Chance ihres Lebens gewesen. Viele, die hier groß geworden sind, fänden nachher gute Jobs oder studierten. Wir haben zum ersten Mal das Gefühl, dass die vom Staat vorgeschriebenen Regeln eingehalten werden. Stören solche Führungen nicht auch? Das würde ich nicht so sagen. Manchmal kommen Besucher und schauen sich um. Aber dann ist hier nicht mehr los als jetzt gerade. Freiwillige von kommerziellen Agenturen lehnt das Waisenhaus ab. Noch etwas fällt uns auf. Die vielen Lehrer und Betreuer hier sind fast alle Kambodschaner. Volunteers gibt es hier nicht. Wir sehen, Spenden sammeln und Kinderschutz können zusammenpassen. Auf der Suche nach Volunteers müssen wir an den Stadtrand. Wir entdecken eine riesige Anlage. Eines der 5 Waisenhäuser ist noch im Bau. Stolz führt uns der Direktor herum. Bei ihm arbeiten freiwillige Helfer aus dem Ausland. Er hat einen Exklusivvertrag mit einer Agentur.
Sie schicken uns Leute aus verschiedenen Ländern hierher. Sie haben einen Vertrag mit uns und schicken regelmäßig Leute. Und zahlt die Organisation Ihnen dafür Geld? Ja, pro Volunteer zahlen Sie uns $100. $100. Nicht viel im Vergleich zu den hohen Summen, die diese drei Volunteers gezahlt haben, die hier in der Schule unterrichten. Wir wollen wissen, warum sie über eine Agentur gebucht haben. Ich habe nicht viele Angebote verglichen. Ich wollte Volunteerarbeit machen. Ich musste mich hier am wenigsten drum kümmern, deshalb bin ich hier. Von vielen habe ich gehört, dass sie begeistert waren. Wir machen die ganzen Touristendinge. Wir schauen uns Phnom Penh an, Siem Reap. Eine großartige Chance, Arbeit und Reisen zu verbinden. Es gibt nichts Besseres, als hierher zu kommen und das Unterrichten selbst auszuprobieren. So eine Gelegenheit bekommt man in England nicht. Diese drei sind fest davon überzeugt, ihr Einsatz schadet den Kindern nicht. Dem Lebenslauf der Freiwilligen aber nützt es auf jeden Fall. Sie sind mal weg von zu Hause, dazu Urlaubsvergnügen und strahlende Kinderaugen. Das lassen sie sich gerne etwas kosten. Sisha Anti. Die Menschenrechtsorganisation sieht diesen Waisenhaus- und Volontiertourismus kritisch. Für die Organisation ist die Regierung in der Pflicht. Die Regierung hat ihre eigenen Abteilungen, so wie beim Innenministerium die Polizei. Aber sie sind ziemlich unterbesetzt und die Ausbildung ist schlecht. Hier den Überblick über die Geschäfte zu behalten, ist schwer. Diese Industrie ist komplett sich selbst überlassen. Eigentlich bräuchte man seriöse Organisationen, die sich um die Kinder kümmern und sicherstellen, dass die Regeln eingehalten und die Kinder beschützt werden. Und dass die Freiwilligen keinen kriminellen Hintergrund haben. Es gibt noch viele andere Dinge, aber es passiert nichts. Umso mehr stehen auch die in der Verantwortung, die vor Ort Gutes tun wollen. Um nicht Teil des Spendenbusiness zu werden, müssen sie sich für den richtigen Anbieter entscheiden. In Berlin überprüft Tourism Watch die Volunteer-Organisatoren. Antje Monshausen warnt vor kommerziellen Agenturen und empfiehlt staatlich anerkannte Hilfswerke. Ein guter Anbieter beispielsweise wird Vorbereitungsseminare schon in Deutschland anbieten. Er wird vor Ort lang etablierte Kontakte zu den aufnehmenden Organisationen haben, mit den Organisationen Arbeitspläne entwickeln, genau identifizieren, was kann der Freiwillige tun in dieser Organisation. Und er wird auch in Konfliktfällen, die immer wieder passieren können, seien es Überforderungen des Freiwilligen, können gute Veranstalter auch zur Seite stellen. Die Idee, in Ländern wie Kambodscha Entwicklungshilfe zu leisten, ist edel. Die Menschen brauchen Unterstützung. Doch wer nur an seinen Vorteil denkt, der unterstützt das Geschäft mit dem Mitleid.